das Kind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Jesus feiert Weihnachten nach Nicholas Allen. Nichts schätzte der Herbergswirt so sehr wie einen ruhigen, ungestörten Schlaf. Doch in dieser Nacht kam ein Pärchen an seine Tür und klopfte. Davon erwachte der Wirt, stand auf, ging ärgerlich zur Tür und öffnete. Kein Zimmer frei. Aber wir sind müde, wir sind schon Tag und Nacht unterwegs. Es gibt nur noch den Stall hinterm Haus. Der Wirt holte zwei Decken, ein Buch und einen Stift. Hier habt ihr zwei Decken. Füllt die Anmeldung aus. Da trugen sich die beiden ein. Maria und Josef. Der Wirt schloss die Tür, ging zurück in sein Zimmer, legte sich ins Bett und schlief weiter. Aber etwas später klopfte es erneut. Josef stand an der Tür. Genervt stand der Wirt auf und ging zur Tür. Entschuldigen Sie, aber können Sie uns vielleicht noch eine Decke leihen? Eine kleinere? Da holte der Wirt noch eine Decke und wirft sie Josef unfreundlich vor die Füße. Da, klein genug? Dann schloss der Wirt die Tür und ging zurück in seine Kammer und schlief weiter. Als nächstes weckte ihn ein helles Licht. Der Wirt ging ans Fenster und schaute. Er stöhnte, zeigte auf den Stern und rief: Du hast mir gerade noch gefehlt. Der Wirt zog den Vorhang zu, legte sich ins Bett und schlief weiter. Als nächstes kamen Hirten an seine Tür. So klopfte es schon wieder. Der Wirt stand auf, öffnete die Tür. Wir sind die Hirten. Na und? Was ist los? Die Schafe verloren? Wir wollen zu Maria und Josef. Hinterm Haus! Die Hirten erschraken. Der Wirt warf die Tür zu, ging in seine Kammer und schlief weiter. Bald darauf kamen drei Könige an die Tür der Herberge. Auch die Könige
klopften an der Tür. Der Wirt schnaubte vor Wut, springt auf, stapft zur Tür und macht auf. Wir sind die drei Könige. Wir kommen um... Hinterm Haus! Mann! Der Wirt knallte die Tür zu, donnerte in sein Zimmer und schlief weiter. Plötzlich erklangen süße Chorgesänge wie von Engelszungen. Natürlich wachte der Wirt von den Chorgesängen auf. Der Wirt tobte vor Wut im Bett herum, fuchtelte mit den Armen und brüllte. Aus! Schluss! Jetzt reicht's aber! Er sprang aus dem Bett, stapfte zur Tür, rannte hinters Haus, stürmt in den Stall und wollte gerade losbrüllen, als... Psst. Du weckst das Baby. Baby? Ja, heute Nacht ist ein Baby geboren. Ach ja? Das brummte der Wirt. Und dann schaute er in die Krippe. Und in diesem Moment schien sein ganzer Ärger davonzufliegen. Oh, was für ein wunderschönes Baby. Er ging in die Herberge und weckte alle Gäste der Herberge auf. Denn auch sie sollten in den Stall kommen und das Baby anschauen. Aufstehen, aufwachen, kommt alle in den Stall. In dieser Nacht hat niemand mehr viel Schlaf bekommen. Tja, ganz so dynamisch und wild wie bei dem eben beschriebenen Wirt geht es dieses Jahr Weihnachten wohl in keinem Haushalt zu, in Zeiten des Lockdowns. Trotzdem können wir ja miteinander feiern und spüren, dass Jesus geboren ist für uns. Immer da, wo wir uns Zeichen der Freundlichkeit, Zeichen des Friedens und Zeichen der Versöhnung schenken. Das ist vielleicht auch, wenn man so auf die Kernfamilie zurückgeworfen ist, wie wir dieses Jahr, besonders wichtig, dass wir uns gegenseitig auch Raum lassen. Raum für Stille und für stille Freude, die uns Gott schenken will. Denn Weihnachten wird es ja so oder so. Das liegt nicht an uns, das liegt an Gott, an Jesus Christus, der auf uns zukommt. Im Kind, in der Krippe, im Mann am Kreuz, als der Auferstandene, der uns zur Seite steht, wenn wir ihn ganz besonders brauchen. Amen.
Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seele und Tut nimm alles hin und lass dir es wohl gefallen. Wir stehen an deiner Krippen hier und zünden ein Licht an, weil wir nun noch einmal miteinander und füreinander beten. Tragt in die Welt nun ein Licht, sagt allen, fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb, groß und klein, seht auf des Lichtes Schein. Gib, dass dein Weihnachtslicht weiter leuchtet in unseren Alltag hinein. Lass uns in seinem unscheinbaren Schein den Frieden finden, den wir brauchen. Zu wem sollen wir ein Licht tragen? Tragt zu den Kindern ein Licht, sagt allen, fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb, groß und klein. Seht auf des Lichtes Schein. Lass uns zu Menschen werden, die Frieden stiften, in der Nähe und in der Ferne. Zu wem sollen wir ein Licht tragen? Trag zu den Armen ein Licht, sagt allen, fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb, groß und klein, seht auf des Lichtes Schein. Mach uns zu Menschen, die teilen können mit denen, die nichts oder weniger haben. Zu wem sollten wir ein Licht tragen? Trag zu den Kranken ein Licht. Sagt allen, fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb, groß und klein. Seht auf des Lichtes Schein. Hilf uns, lieben zu lernen, uns selbst, uns andere. Stärke uns, damit wir dein Licht hinaustragen in die Welt. Zu wem sollen wir noch ein Licht tragen? Zünden wir eine Kerze an, auch für uns selbst. Und alles, was unsere Herzen bewegt, können wir Gott sagen mit den Worten, die Jesus uns selbst schenkte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Land, scheint es hell. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Frohe Weihnachten euch allen. Amen.